Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie zu begrüßen zu dürfen mit einer neuen Art von Sendung. Wir befassen uns diesmal das erste Mal mit Technik. Unsere Zeitzeitlupe wird Ihnen bekannt sein. Wenn nicht, dann gucken Sie mal nachher auf die Playlist drauf, mit was wir uns so ein bisschen befassen. Es ist vor allem ein besonderes Dankeschön an die Redaktion von Videoaktiv. Sie sehen Sie hier einen Stapel. Da ich das Videoaktiv eigentlich immer regelmäßig lese, die Zeitung, ist auch zu empfehlen. Wenn man es als kleine Werbung nimmt, soll es auch so gewesen sein. Und zwar passierte eins, dass das Heft Videoaktiv, der Redakteur Herr Sauer hat es veröffentlicht, bot an, dass Leser sich bewerben können, um den Ninja Assassin auszuprobieren. Diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen als Fan, der immer noch sich weiterentwickelt mit Technik, wie wir halt vorankommen, um am besten unsere Projekte zu gestalten und sie öffentlich zu machen. Mit was befasse ich mich speziell, mein Name ist Driblo nochmal, im Filmen. Unabhängig von einigen Hochzeitsfilmen, die man in der Bekanntschaft hat, fingen wir hauptsächlich damals an, Vorträge aufzuzeichnen, und so hat es sich es Stück für Stück entwickelt. Die jetzigen Aufnahmen führe ich durch mit einer Sony VG20. Meine erste eigene Kamera, als ich mit dem Film anfing, war eigentlich eine Sony VG10, um das Modell Ihnen hier zu zeigen. Also nicht wundern, weil wir jetzt das für diesen Assassin vor allem diesen Film drehen, aber da ich die Sony jetzt hier liegen habe, für wer es gedacht ist, wir filmen jetzt mit der Sony VG20, das ist das Vorgängermodell, die VG10. Als Ton, denn sehen Sie, das Mikrofon habe ich hier auch ein bisschen für Sie sichtbar gezeigt. Damit hatte ich sehr gute Erfahrungen. Das ist ein Rode-Mikrofon. Fürs nächste Mal kann ich Sie genauer zeigen. Mit einem einfachen, das heißt einfach mit einem Rekorder unmittelbar dran. Aus den Erfahrungen, die ich mittlerweile habe, bin ich mit dieser Qualität sehr zufrieden. Nur als Aufbau, was Sie heute ein bisschen sehen. So, und jetzt gehen wir dann über zu dem eigentlichen Teil, von dem es heute zu sprechen gibt. Was ist eigentlich der Ninja Assassin? Der Ninja Assassin ist ein Rekorder und gleichzeitig ein zusätzlicher Bildschirm für Ihre Kamera. Das ist die Verpackung. Und das ist das Original, wie ich es bekam, für 4 Wochen zum Testen von Videoaktiv. Ich danke nochmal vielmals, dass man mich rausgesucht hat und ich es mal 4 Wochen probieren darf, ob es sinnvoll ist. Ich werde es dann mal öffnen und Ihnen es einfach mal zeigen, auspacken. Es kommt in der Einwand einen ganz tollen Schachtel an, klasse verpackt letztlich. Und hier ist es erstmal das Gerät. Eine ganz tolle Sache. So sieht es erstmal aus. Der erste Eindruck, es ist leicht, angenehm, nicht klein, aber ist schon, aber das Gewicht ist einfach angenehm. Des Weiteren befindet sich in dieser Verpackung und diesem Schutzeinrichtung, hat man noch des Weiteren einen Akku letztendlich dann und entsprechende Ladegerät und den Akku zum Laden. Ich möchte Sie ja nicht in der Zwischenzeit belasten mit irgendwelchen Aufbau-Dinge. Das läuft im Hintergrund. Ich mache Schnitt, Cut rein und dann geht es immer weiter, was inhaltlich wichtig ist für Sie. Der Assassin, es liegt bei, eine Kurzanleitung, um schnell einen Zugang zu finden, was es damit auf sich hat und was es eigentlich erreicht. Zur weiteren Ausstattung, warum ich mich so gefreut habe drüber, und zwar bin ich ein stolzer Besitzer einer Sony Alpha 7S. Die 7S ist eigentlich das Lichtwunder. Und jetzt aus der Praxis mal, da es ja mittlerweile meine dritte Kamera ist. Aus den Erfahrungen von Hochzeitsfilmen, von anderen Dingen, hatte ich bemerkt, dass ich weniger Probleme hatte mit besonderer Schärfe, sondern häufiges lichtes Problem. Sie können schlecht aufbauen, große Scheinwerfer, das stört manchmal die Tanzenden, die feiern oder auch den Vortragenden. Und daher war ich damals ganz, ganz stolz drauf auf die Sony Alpha 7S. Eins muss man wirklich sagen, es ist ein Lichtwunder und ich habe in der Beziehung von Licht kein Problem mehr. Eine ganz tolle Angelegenheit.
Natürlich war es damals in der Fotokina, wo ich es das erste Mal gesehen hatte, die Kamera ist jetzt circa ein Jahr alt, die Sony 7S hat die Fähigkeit, auch 4K-Videos aufzunehmen, besser gesagt UHD, eine etwas kleinere Auflösung als das reine 4K. Und zwar gibt die Sony hier vorne das Signal direkt aus, und zwar einen externen Rekorder. Und auch auf der Fotokina, das ist so mein tolles Hobby, alle 2 Jahre Fotokina, also gewisse Highlight für diese Angelegenheiten, stellten auch der Dot das mit einem externen Rekorder vor. Der Vorgänger des Ninja Assassin ist der Shogun. Der Shogun Rekorder kostet ca. 2000 Euro, ist kein kleiner Betrag. Ich nicht sehe an seinem eigenen persönlichen Budget, aber 2000 Euro ist schon ein Betrag, über den man nachdenkt, bevor man ihn einfach ausgibt. Jetzt brachte die Firma Atomos zum Glück den Assassin auf den Markt, und der Assassin ist etwas abgespeckt, um es mal einfach auszudrücken, gegenüber dem Shogun, aber eigentlich hat er alles drin, es fehlen nur die SDI-Eingänge. Da ich jetzt der Besitzer letztlich einer Sony bin, die HDMI-Ausgang hat, brauche ich den Shogun nicht. Der Shogun hat auch jetzt mal für den Ton noch XLR-Möglichkeiten, bietet der Assassin jetzt auch nicht, muss jeder selber wissen. Ein ganz kleiner Ausflug zum Ton, aber dafür kann ich gerne mal eine Extrasendung machen. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, aber bin auf Dauer jetzt dazu gekommen, Ton eigentlich immer extern extra aufzuzeichnen. Es dann gleich zu schalten in einem entsprechenden Videoprogramm ist eine verhältnismäßig einfache Sache, aber der Ton ist einfach von der Qualität besser. Ein gutes Mikrofon dazu ist unschlagbar, geht nicht. Die Rekorder, die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt im Markt, sind alle heute 1A. Sie können selbst iPhone recht gut verwenden, da es ja eine digitale Aufzeichnung ist und Qualitätsunterschiede, glaube ich, nicht erkennbar sind letztendlich von den Dingen her. Was reizte mich besonders an so einem externen Rekorder mit gleichzeitig einem extra Bildschirm? Aus den Erfahrungen, die ich jetzt durch die langjährige Filmerei jetzt mitbekommen habe, oder vielleicht auch aufgrund meiner Brille, muss ich Ihnen ganz offen sagen, die Kameras sind super, sind leicht, sind handelbar. Aber der kleine Bildschirm, der Ihnen zur Verfügung steht, reicht nicht aus, um, sagen wir, Schärfe zu 100% zu erkennen. Die Kamera ist aber trotz alledem sehr, sehr gut verwendbar. Durch Peaking sieht man, gleicht man auch gewisse Alterssichtigkeit einfach aus und haut hin. Aber kein Vergleich, ist trotzdem eine tolle Sache, wenn man extra Bildschirm hat, einen externen. Vor allem, da ich generell eigentlich mit 2 Kameras arbeite. 2 Kameras, warum? Aus einer simplen Sache, sobald Sie ein Interview führen und man muss einmal schneiden, dann ist es einfach praktischer, 2 Kameras zu haben. Sie können damit ungehindert einen harten Schnitt bringen, von einer Kamera zur anderen, rausschneiden und es fällt nicht auf. Hier heute habe ich nur 1 Kamera, Sie werden es also zwischendurch am Schnitt mal merken, hier bleibt mir nichts anderes übrig, als immer mal zu schmitten, auszublenden und wieder einzublenden. So, jetzt machen wir erstmal wieder einen Cut. Ich hatte mir bereits bei der letzten Fotokina, also die nächste, da kommt wieder eine, freue ich mich jetzt schon drauf, bereits schon einmal einen externen Bildschirm gekauft, hatte ein bisschen die Preise vergleicht, und das ist ein Bildschirm von Valimax Pro. War in Ordnung, war auch nicht preisgünstig, um Ihnen einfach mal die Größe zu zeigen. Schauen Sie, die beiden nebeneinander, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Es sind also ähnliche Bildschirme von der Größe, von den Außenmaßen. Höher ist der hier, ein bisschen breiter. Also man muss lassen, dafür, dass es ein externer Rekorder ist, ist er wirklich praktisch, einfach praktisch. Vom Gewicht her sind sie jetzt eigentlich, naja, der ist ein bisschen leichter, der ist schon ein bisschen schwerer. Da ich immer meistens mit mehr als mit einer Kamera arbeite, ist eben ein Bildschirm einer gewissen Größe einfach notwendig, um auch mal von Ferne ein bisschen zu sehen, passt das Bild noch, muss ich hingehen, muss ich was nachstellen. So als Begründung. Und so ein Teil kostet ja auch Geld, darf man mal nicht vergessen. Wie zeichnen diese Rekorder auf von Atomos? Der Atomos zeichnet auf mit einer SDI-Karte. Hier gibt es das Angebot bis zu 1 Terabyte an Speicherplatz. Wenn man jetzt rechnet, was eine normale Karte kostet, die wir alle haben in unseren Kameras drin, sind ja auch nicht billig. Die Preise fallen zwar etwas, aber ich habe hier noch drin eine 64 GB. Ich glaube, 50 oder 60 Euro habe ich trotzdem bezahlt.
weil sie brauchen ja immer die schnellen Karten, sonst hat es ja keinen Sinn, wenn sie gute Kameras haben. Noch etwas zum bezahlbaren Preis hatte ich, glaube ich, vorhin ausgelassen. Der Atomos, jetzt dieses Modell Assassin, ist ca. 500 Euro preiswerter als der Vorgänger, der Shogun. Was das Wichtige ist am Anfang, lesen hat schon immer geholfen. Sie müssen die SSD-Karte formatieren. Wenn Sie es nicht formatieren, zeigt er eigentlich an, dass man keine Festplatte drin hat. Ich hatte sogar, es war bereits eine drin, eine 512 GB, ganz tolle Sache. Und ich hatte mir eine neue bestellt, weil ich dachte, ui, ist es keine SSD-Karte drin. War aber drin. Wer lesen kann, hat es leichter im Leben. Zu der Menüführung gehe ich jetzt nicht ein. Das mache ich in einem Extra-Film. Wird heute zu viel dazu eigentlich. Nur der erste Eindruck, also das ist das Teil mit dem Akku. Was in der Packung noch beilag, ist dieses kleine Teil, um eben den Atomos auf der Kamera zu befestigen. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst vom Blitzschuh her, ob es etwas wackelig sein mag, aber ich bringe es einfach mal an. Ich habe es draufgeschraubt und man kann sagen, auch hiermit ist es verhältnismäßig, boah, es geht. Man kann auch so hiermit auch arbeiten. Es ist stabil, aber ganz geheuer ist mir diese Konstruktion nicht. So muss ich es dazu sagen. Es hält, es funktioniert auch auf einem Stativ, sicherlich in jeder Form. Aber ganz geheuer ist mir es nicht. Die Kamera mit dem Rekorder, es funktioniert. Mir ist es nicht ganz geheuer. Was ist die Alternative? Ist ein Cage. Cage gibt es diverse im Angebot. Ich hatte mir dieses Cage von Valimax Pro von Aptaris besorgt, damals gekauft, besser gesagt, nachdem ich schon den Bildschirm eben von Valimax hatte. Liebe Zuschauer, ich habe das Cage jetzt noch eine Schärfezieheinrichtung montiert. Es funktioniert sehr gut. Unterschätzen darf man aber nicht das Gewicht, was man mittlerweile erreicht. Weniger durch einen Rekorder, denn sein Gewicht hält sich in Grenzen, aber es ist eine wirklich schwere Angelegenheit. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann für dieses Mal, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, dass es Ihnen einigermaßen gut gefallen hat. Für uns war es eine neue Erfahrung, mal eine Techniksendung zu machen. Ich werde jetzt ein bisschen damit arbeiten, ein bisschen spielen, auch mit unserem Schnittprogramm, wie ich mit klarkomme. Es sind ja sehr große Datenmengen, die im 4K bringt. Am meisten bin ich auch gespannt, dass der Rekorder ja nicht nur für die Sony Alpha 7S tauglich ist, sondern auch im normalen Full-HD-Bereich vielleicht für meine beiden anderen Kameras gut zu verwenden wäre. Und ich werde mir mal die Qualität ansehen. Was mich noch reizt, ich sitze hier in so einem kleinen Studio jetzt mit schwarzem Hintergrund einfach mal, das wir uns selber mal gestaltet haben, mit einem grünen Hintergrund und einem blauen Hintergrund will ich es noch probieren und bin mal gespannt, ob aufgrund des Codecs ich bessere Ergebnisse habe zum Ausschneiden, zum Raussetzen letztlich als bisher. Also wünsche mir einen schönen Abend und herzlichen Dank für Ihr Interesse.